Dielo uquare, dielo te, dielo te. Kunst kann Brücken bauen. Licht ins dunkle Kapitel des deutschen Kolonialismus in Namibia bringen. So können sich die Deutschen einlassen auf die Geschichte und die Gefühle rund um den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Ein ambitioniertes Projekt, die Namibia-Initiative des Landes Baden-Württemberg. Sie fördert Austausch und Begegnung in Kunst, Musik und Wissenschaft. Dafür sind die Kooperationen in Kultur und Wissenschaft so wichtig, dass es uns gelingt, abseits von Regierungsebenen mit den unterschiedlichen Gruppen im Land und auch in Namibia direkt zusammenzuarbeiten. Es geht wirklich darum, Beziehungen zu heilen und dass man über das Jetzt spricht, über die Erfahrungen, die man jetzt macht. Nessin Dano Namises probt ihre Performance für das Sommerfest der Akademie Schloss Solitude. We'll bring the anger to an audience member. Welche Wut steckt in ihrem Gedicht Angry? Es ist, wie wenn du dich selbst im Spiegel siehst und denkst, wow, bin ich wütend. Ich komme aus einer Gesellschaft, in der Gewalt verankert ist. Einer Gesellschaft, in der ich immer meine Gefühle unterdrücken muss. Und tatsächlich bin ich eines Morgens aufgewacht und habe gemerkt, ich bin wütend. Wir sind wütend. Seht es und lasst uns darüber reden. Nessin Dano Namises gehört zu den ersten Stipendiatinnen und Stipendiaten, die 2021 von Namibia nach Stuttgart kommen, auf den Spuren ihrer Geschichte. 6 Monate leben und arbeiten sie an der Akademie Schloss Solitude. Das Stipendium ist Teil der Namibia-Initiative des Bundeslandes Baden-Württemberg. Der Kolonialismus. Trauma ihres Volkes und Teil ihrer künstlerischen Identität. Auch Hage Mukwentje hat intensiv recherchiert, in Archiven und Museen in Deutschland und der Schweiz. Wir haben so viel von unserer Identität verloren, von der Kultur, den Liedern, von allem. Und daher kommt mein Interesse, Töne mit Bildern zu verbinden. Diese 4 werden jetzt in ihrer Muttersprache ein Trauerlied sprechen, dass die Frauen von Umaruru sprachen, als sie ihre Heimat im Aufstand 1904 verloren hatten. In dieser Collage vereint Hage Mukwentje Stellvertreter aller Stämme, die vom Völkermord betroffen waren. 1904. Die Nama und andere Stämme erheben sich gegen die deutschen Kolonialherren. Diese schlagen den Aufstand nieder, töten Zehntausende. Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Vernichtet und geraubt, auch viele Kulturgüter wie diese Bibel. Sie landet schließlich im Stuttgarter Lindenmuseum für Völkerkunde. Gedruckt ist die Heilige Schrift in der Sprache der Nama. Darin handschriftliche Notizen. Einige stammen vom Besitzer der Bibel, dem gottgläubigen Nama-Stammesführer Hendrik Witboy. 2019. Mit einem Festakt feiern die Nama in Witboys ehemaligem Heimatort die Rückkehr seiner Bibel. Die dorfältesten Frauen nehmen sie in Empfang. Auch dabei seine Peitsche. Beides rückerstattet vom Land Baden-Württemberg. Ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Petra Olschowski hat die Rückkehr der Bibel damals als Staatssekretärin begleitet. Weit mehr als ein offizieller politischer Termin. Wirklich zu sehen, dass über die Objekte eine Sinnlichwerdung von Geschichte, die sie vorher einfach nur von Erzählungen kannten, plötzlich gab es dieses Objekt von Hendrik Witboy, was ihm tatsächlich gehört hat und was er tatsächlich in der Hand hatte und was sie auch berühren wollten. Und durch diesen Moment des Berührens des Objektes war klar, das ist wirklich unsere Geschichte. Das hat mich sehr berührt. Die Aufarbeitung wird noch Generationen dauern. Die Lücken im Gedächtnis sind groß. Auf beiden Seiten. Das zeigt auch Vichitua Niharines Arbeit an der Akademie Schloss Solitude.
Die Stipendiatin hat einige ihrer Vorfahren in einer Art Ahnengalerie verewigt. Wenn du deine Familiengeschichte erforschen willst, reicht das nur bis zu einer bestimmten Generation zurück. Denn Informationen sind geraubt worden, verloren gegangen. Diese aufzuspüren war für mich sehr wichtig. Es ist wie eine Offenbarung. Bei ihren Recherchen in ethnografischen Sammlungen hat sie viele Alltagsgegenstände und Fotografien ihres Volkes entdeckt. Im Völkerkundemuseum Zürich stößt sie in einem Buch auf ein ganz besonderes Objekt. Dieses Objekt hier zum Beispiel ist ein Symbol meines Stammes, also ein sehr wichtiges Stück. Es sind sogar noch Haare daran. Es war wirklich beeindruckend, nicht nur archivierte Bilder meines Volkes zu finden, sondern auch zu wissen, das sind Menschen, mit denen du verwandt bist. Wichitur Niharines Familiengeschichte lässt sich hier nachlesen. Ihr Urgroßvater, ein deutscher Soldat im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Wie die Künstlerin ihre Geschichte und die Leerstellen sichtbar macht, ist beeindruckend. Die Stipendiumszeit für alle eine intensive Begegnung mit der Geschichte. Aber Versöhnung? Dafür, so Nesindano Namises, braucht es mehr als die Rückgabe von Objekten. Die Rückgabe immaterieller Dinge wie Erbe, Geschichten, Identität, Würde. Und klar, als Künstler würde ich sagen, Kunst ist die Antwort. Zumindest die Chance, sich gegenseitig auf Augenhöhe zu begegnen. Dafür sind die Kooperationen in Kultur und Wissenschaft so wichtig, ist eben tatsächlich, dass es uns gelingt, abseits von Regierungsebenen mit den unterschiedlichen Gruppen im Land und auch in Namibia direkt zusammenzuarbeiten. Also die Menschen einfach direkt zu erwischen im Miteinander und wirklich auch die unterschiedlichen Blickwinkel der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen einfließen zu lassen. Auch die Ausstellung Stolen Moments ist mit Unterstützung der Namibia-Initiative entstanden. Sie macht die namibische Popmusik der 50er bis 80er Jahre, die vom südafrikanischen Apartheid-Regime zensiert wurde, endlich hörbar. Für die junge Generation eine Überraschung. Ich kannte diese Musik überhaupt nicht. Es ist das erste Mal, dass ich etwas davon höre. Irgendwie traurig, aber auch herzergreifend, dass ich die Möglichkeit habe, sie jetzt zu hören. Und ganz anders als die Musik, die namibische Künstler heute machen. Ich denke, es ist ein Privileg, eine Ehre, dass wir jetzt Zugang zu dieser Musik haben. Der Dokumentarfilmer Thorsten Schütte gehört zum namibisch-deutschen Rechercheteam, das mehrere Jahre lang nach Spuren der namibischen Popmusik geforscht hat. Eine erinnerungsarchäologische Suche. Viele Musiker und Musikerinnen, die unter dem Apartheid-Regime aktiv waren, haben längst andere Jobs, sind vergessen oder gestorben. Es gab keine veröffentlichten Aufnahmen. Eine Spur, die Southwest African Broadcasting Corporation. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, gegründet Ende der 70er. Damals brauchte man Musik für die Programme in verschiedenen Stammessprachen. Der Ben Molazzi erzählt, als ich ihn dann später endlich gefunden hatte, erzählte mir genau diese Geschichte, wie halt die Toningenieure durchs Land gefahren sind und ihn in der Schule, in der er damals unterrichtete, aufgenommen haben und diese Musik dann genutzt wurde zur Unterhaltung. Allerdings hat Ben selber dafür nie irgendein Geld gesehen. Also die Platte ist auch nie kommerziell erschienen. Die ist, wie gesagt, nur zum Zweck des Rundfunks im Rundfunkkontext gebraucht worden. Im Rundfunkarchiv Bänder und Platten ohne Cover. Thorsten Schütte und sein Team haben der Populärmusik erstmals ein Gesicht gegeben. Sie baten junge Kunstschaffende, Plattencover zu entwerfen.
Das ist sozusagen ein Brückenschlag und eine Auseinandersetzung des jungen Namibias mit seiner Musik und seiner Kultur der Vergangenheit, die bislang ganz wenigen Menschen überhaupt nur bekannt ist. Und sie haben einige der oft geheimen Locations gefunden, wo die Musik einst gespielt wurde. Wir haben diese Orte aufgesucht, also sozusagen die historischen Spielstätten, an die sich niemand erinnert, und haben gezeigt, wie sie heute ausschauen. Das Namibia der Gegenwart, Häuser, Gebäude, Brachen, Landstriche, die vor langer Zeit einmal die kulturellen Hotspots des Landes waren, an denen die Musik des Landes gelebt wurde. Ein Highlight der Ausstellung: neue Aufnahmen der alten Tanzstile. Gefilmt bei einem Tanzabend in Windhoek. In der Tat kamen dann zu der Veranstaltung, die wir über Zeitung und Radio angekündigt hatten, wirklich Hunderte von Leuten, alle im Alter von 60 bis 90, teilweise sogar mit Gehhilfen. Aber die hatten einfach Lust, diese Musik wieder zu erleben und die Musik zu tanzen. Und sagten uns das auch, wir waren seit 30 Jahren nicht raus und haben das gehört, waren alle Dufte angezogen wie damals. Also sie standen Schlange vor dem Theater. Das Projekt heißt Dance Me This und man kann sozusagen da zuschauen, wie die Tänzer sich damals dargestellt haben. Viele der lang vergessenen Musiken sind in der Ausstellung zu hören. Ben Molazzis Musik ist mittlerweile bei Beer Family Records in Deutschland erschienen. In Stuttgart war die Ausstellung 2021 in den Wagenhallen zu sehen. Bald soll sie in Windhoek ein dauerhaftes Zuhause finden. Frühjahr 2022, gerade angekommen, die Namibierin Chantal Kamprude. Rundgang auf dem einstigen Anwesen Herzog Karl Eugens. Seit 1990 Sitz der Akademie Schloss Solitude, ein internationales Artist-in-Residence-Programm. Auch die Stipendiaten der Namibia-Initiative haben hier ihre Ateliers. Chantal Kamprude hat gerade ihr Diplom in Fashion Design in Windhoek gemacht. Wir denken immer, dass Dinge aus dem Ausland besser sind. Und ich möchte zeigen, dass wir in Afrika genauso geschickt, fähig und kreativ sind. Ich möchte Textilien herstellen, die in Namibia gemacht werden. Für Namibia von Leuten aus Namibia. Nachhaltige Mode, inspiriert von Formen aus der Natur und traditionellen Designs. Ihr Projekt für Stipendium? Mein Konzept nennt sich Wir alle haben rotes Blut. Dafür hat sie spezielle Steine aus Namibia mitgebracht. Aus ihnen will sie Farbe herstellen. Ich möchte damit experimentieren, um zu sehen, was diese weinrote Farbe hergibt, wie sie das Blut imitiert und ob sich die Botschaft über die Textilien vermittelt. Vielleicht hat der Krieg über diesen Stein stattgefunden. Wir wissen es nicht. Chantal Kamprude auf dem Weg ins Stuttgarter Lindenmuseum. Sie besucht die Ausstellung Schwieriges Erbe, Lindenmuseum und Württemberg im Kolonialismus. Kurator Markus Himmelsbach zeigt ihr die Ergebnisse der Recherchen. Nicht nur eine Begegnung mit der Historie, vor allem beim Thema Werbung. Fassungslosigkeit. That means Germany votes white. Votes white? Yes. Is this a political campaign? No. It's for chocolate. It's for sweets, yes. These ones are... Die hier sind echt verstörend, für mich viel mehr als die alten. Weil wir denken, im 21. Jahrhundert haben wir doch den Rassismus überwunden. Aber dann zu sehen, er ist immer noch da, er hat immer noch eine große Plattform, das ist clever gemacht. Wir haben halt keine Erinnerungskultur für die Kolonialzeit, wir haben keine bewusste Auseinandersetzung dazu gehabt und das halt über Jahrzehnte. Die ganze Nachkriegszeit hat sich halt mit Holocaust beschäftigt. Und für viele ist die Kolonialzeit immer noch etwas Abenteuerliches, etwas Romantisches. Es ist eher positiv besetzt. Und das zeigt sich halt in vielfältigsten Bereichen, dass man einfach vieles nicht hinterfragt.
Die Ausstellung zeigt, die Geschichte des Kolonialismus ist vielen noch unbekannt und längst nicht aufgearbeitet. Die Namibia-Initiative will das Thema auch endlich in die Schulbücher bringen. Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, dass wir uns nicht belügen, nicht sagen, Rassismus gibt es nicht mehr, dass wir ehrlich miteinander sind und uns dem Thema direkt stellen und nicht versuchen, es schön zu verpacken. Das Namibia-Stipendium für alle eine intensive Begegnung mit der Geschichte und die Chance, voneinander zu lernen. In der Frage, wie wir tatsächlich in den Gesellschaften das Koloniale, das wir ja in einer Art in manchen Punkten auch in unserer Gesellschaft immer noch haben, wenn wir das wirklich bearbeiten wollen und darüber hinwegkommen wollen, dass auch das nur geht, indem wir gemeinsam Projekte machen. Und wissenschaftliche und kulturelle Projekte eignen sich eben sehr, sehr gut. Die Dokumentation der Pop-Akademie Mannheim zeigt, wie gemeinsames Arbeiten auf Augenhöhe gelingen kann. Gleich zweimal war ein Team von Musikern der Akademie 2022 in Windhoek zu Gast am College of the Arts zum intensiven Austausch. Great day. Really, it's a great day. So my name is Udo Dam. I'm the director of the Pop Academy in Mannheim. I just want to tell you what we are doing. This week is about your music and this week is about what you intend and plan to do in the future. Let's have a great week. One, two, three, the chorus. Although I've been playing music a long time and I play in like my church band, I've never actually been surrounded by so many musicians, and maybe people found it overwhelming, but I found it kind of encouraging to be among people who think like you. And so my group in particular, we found ourselves just kind of randomly, and that grew into original songs in our group. Africa, our motherland. I never see something like this, creating songs from roots, like our own songs. And the thing is that with Daniel, we were like, I was expecting from you guys, from Daniel, to be there, like teaching us how to do, but he just left us free to create things and he was just guiding us to the best way to play the music. I don't hear you! Yeah, make some noise, please! I think if there are more spaces where there are female producers or there are also other women in the industry, it'll make other females also like want to like get into it and then also like create more. You're no good for me. I see it in the signs, what you do for me. I think the balance is going to be hard to make it equal, but I'm hoping that in the future, like maybe with programs like this where we can learn to make our own music, we will feel comfortable as women to enter a space and not feel like we don't know enough to be in this space. Also für mich sind so diese Prozesse immer wieder so spannend zu sehen, wie aus einer Situation, in der nichts geordnet ist, in der dann nach anfänglicher Scheu dann auch die Teilnehmerinnen das Heft in die Hand nehmen und feststellen, ach, ich kann hier meine Meinung sagen und ich darf hier meine Ideen einbringen und wie dann doch auch sie dann sehr aktiv werden und wie dann sich die Dinge in den Songs fortbewegen. Deira goti osta di di ta ni ra tun aktau di ya tun aktau o ma dis karanai. Now that I'm doing this song, which is in Damara,
it's like opening certain parts of me that I didn't really think. I would be like, ah, it's really complicated to kind of sing in my language because of those clicks and everything. But now it's like, I got the inspiration to do it, and it's like just naturally coming now. So I'm starting to appreciate my culture in terms of my music now. Welcome to the very first edition of this Namibian Music Camp. We started on Monday in College of the Arts from scratch. Writing songs, producing them, writing lyrics, and from day to day, we improved. On Tuesday, we had some ideas. On Wednesday, we had songs. And on Thursday, we rehearsed all these songs written by all the students within 4 days. And that's what you're gonna see tonight. Are you ready? Are you ready? Das große Abschlusskonzert, ein Fest der Musik. Auch dieses Projekt hat die Namibia-Initiative ermöglicht und unterstützt. Nice. Sommerfest 2022 an der Akademie Schloss Solitude. Chantal Cambrude zeigt erste Textildrucke ihres Stipendiumprojekts We All Bleed Red. Wir alle haben rotes Blut. This project specifically is about the genocide that took place in Namibia in the early 1900s between the Nama and Herero. So each one of these is representing one of those heritages. So this is representing the Herero through, this is a headdress which I've repeated over and over again. It was made of leather, and then it's the three triangular pieces, and it also represents like cattle, which was a part of the livelihood. Dieser Druck steht für die Nama, das Symbol eines Lendenschurzes. Wie erlebt Chantal Cambrude ihre Stipendiumzeit? So I like Germany. This is my first time here. Ich mag Deutschland. Ich bin zum ersten Mal hier und ich genieße es. Auch die Akademie. Alle sind so herzlich und freundlich. Jeder hilft. Die Gemeinschaft der Stipendiaten ist wie eine Familie. So auch beim Sommerfest. Hier treffen sich neue und ehemalige Stipendiaten, Kunstfreunde und Unterstützer. Die Akademie, ein einzigartiges Refugium mit globalem Netzwerk. Dass wir im Grunde genommen eigentlich an der Akademie Menschen zusammenbringen aus ganz unterschiedlichen Ländern und Nationen und mit unterschiedlichen Erfahrungen und geben diese Erfahrungen auch in Form von Ausstellungen, Performances und so weiter. Finanziert wird die Akademie vom Land Baden-Württemberg. Das Namibia-Stipendium ist eines von vielen Residenzprojekten. Neu hier Keith Fries. Er selbst bezeichnet sich als Genozidaktivist. Ich glaube, vor ein paar Jahrhunderten, vor ein paar Jahren, wäre ich nur als Sklave hierher gekommen. Oder als Toter. Als ein Körper, der in einem Museum aufbewahrt wird. Dass ich lebe und stellvertretend für meine Ahnen in diesem Schloss bin, da schließt sich ein Kreis für mich. Ich weiß nicht, was die Toten davon halten, dass ich lebe und hier bin. Aber ich bin hier und ich spreche für sie. Und dafür bin ich sehr dankbar. Mit seinen Live-Performances will er die Menschen aufklären, aber auch irritieren. Eine Möglichkeit schaffen, sich mit den Opfern des Völkermords zu identifizieren. Ich möchte nicht für immer ein Showpony des Völkermords sein, das Gedichte vorträgt und diese Botschaft an jeden weitergibt, der etwas lernen möchte. Ich möchte die Art meines Volkes zu leben würdigen und deshalb bin ich hier. Herzlich willkommen am Tatort. Keine Angst, bitte. Komm einfach rein. Du warst schon einmal am Tatort. My German is not perfect. It means welcome to the crime scene. So here it is then.
Herzlich willkommen am Tatort. And if you don't remember, let me hold your hand and take you home to a place that you are familiar with. In action, in intention, in inactions, in the silence of the dead of night, in the bright of the day, as loud as bombs and bullets. You will remember, folge mir einfach bitte. Es sollte nicht nur ein Gespräch über Gefühle sein. Es sollte darum gehen, was wir danach machen. Ganz sachlich besprechen, wie wir die Würde in unserem Leben füreinander wiederherstellen. My brother is dead. My father is dead. My mother is dead. My sister is gone too, but I am not. I am here. And to bring back the dignity and for you all to make right with your gods as we have with ours. Thank you. Demonstration vor der deutschen Botschaft in Windhoek. Politiker und Nachfahren der Herero und Nama üben Kritik an der Einigung über Entschädigungen zwischen Deutschland und Namibia. 2021 bekennt sich Deutschland endlich zu den Verbrechen der Kolonialzeit. Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord. Wir bekennen uns damit auch zu unserer historischen Verantwortung. Die Nachfahren kritisieren, mit ihnen sei nicht direkt verhandelt worden. Auch das Ergebnis unangemessen. Noch immer leiden sie an den Folgen der Kolonialzeit, der sie jedes Jahr gedenken. Wir haben jetzt an einigen Punkten tatsächlich Zwischenschritte erreicht, wo man sagen kann, da sind Projekte an einem Punkt angekommen, der erstmal gut ist. Zum Beispiel die Ausstellung jetzt in Windhoek zur Musikgeschichte. Aber natürlich steht noch ein enormer Arbeitsaufwand vor uns in beiden Bereichen. Also wirklich in diesem Verstehen von Vergangenheit und dem Entwickeln von gemeinsamer Zukunft. Es gibt keinen Endpunkt für die Initiative. Im Moment gucken wir da erstmal, unbegrenzt in eine gemeinsame Zukunft. Dezember 2022 in Windhoek. Namibias Hauptstadt. Im Zentrum das Independence Memorial Museum, das Unabhängigkeitsmuseum. Der nicht unumstrittene Bau wird jetzt zur Heimat der Dauerausstellung Stolen Moments. Über die namibische Popmusik der 50er bis 80er Jahre, die vom südafrikanischen Apartheid-Regime zensiert wurde. Filmemacher Thorsten Schütte freut vor allem eines. Was wir gerade erleben, ist, dass gerade die jüngere Generation mit einem großen Heißhunger auf diese Ausstellung fiebert. Wir haben das gemerkt bei den jungen Musikerinnen und Musikern, die sich mit der Musik auseinandersetzen, die nichts von dieser Geschichte kannten und die sich musikalisch immer sehr stark an den Westen, an westliche Popmusik orientiert haben und die sich geradezu auf diese musikalischen Schätze gestürzt haben, sich mit den Sachen musikalisch befasst haben, sie bearbeiten, sie samplen. Und ja, die junge Band, die zur Eröffnung spielt, heißt Stolen Moments. Ich bin fasziniert von eurer Band. Es ist fantastisch, einfach geil. Junge Namibier, die nach der Unabhängigkeit geboren wurden, singen Lieder, die 30, 40 Jahre alt sind. Es ist toll, ich liebe es. Wirklich erstaunlich. Gut gemacht, Leute. Für die junge Generation eine Entdeckung, für die Älteren eine Rückkehr zu den musikalischen Wurzeln. Es sind Erinnerungen. Als Kind wurde ich sehr von der Musik geprägt. Das sind die Klänge, mit denen du aufwächst, die deine Mutter spielt oder deine Schwester oder dein älterer Cousin, der immer sagt, das ist der Song, den musst du hören. Es ist eine fantastische Initiative, nicht nur für uns. Auch unsere Kinder können hierher kommen. Ich glaube, das ist erst der Anfang einer großen Wiederbegegnung mit der eigenen Kultur und mit den Reichtümern der unterschiedlichen Sprachgruppen, der ethnischen Gruppen hier im Lande. Wir freuen uns da sehr drauf. So kehrt ein Stück verlorene Identität zurück. In ein Land, das viele Generationen lang unter fremder Herrschaft gelitten hat. Ein Anfang.